Heute sind wir in Görlingen, um die Digitalisierung der Schulen zu besprechen. Mit dabei ist der Herr Melcher und ein besonderer Gast, zu dem wir später noch kommen. Ich bin Harald Melcher, wohne hier in Görlingen und wir beraten bundesweit mit unserem Unternehmen, das in Berlin sitzt, Schulen zum Thema Digitalisierung. Unter anderem, das ist fast Bürgerpflicht, beraten wir auch die Stadt Görlingen. Wir begrüßen heute in Görlingen einen besonderen Gast, Michael Theurer. Und ich habe eine ganz einfache Frage zu Beginn. Herr Theurer, was führt Sie nach Görlingen? Ja, hallo Herr Melcher. Ich bin heute hier nach Görlingen gekommen, um mich vor Ort zu informieren über die Schulentwicklung. Vor allen Dingen über die Frage, ob das Geld, das wir als FDP wesentlich mit auf den Weg gebracht haben im Digitalpakt, ob das vor Ort abgerufen wird und ob das Geld auch ankommt. Das interessiert mich als FDP-Landesvorsitzender und als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Als Stadträtin für die FDP Görlingen habe ich bereits im Oktober 2019 den Antrag gestellt zur Digitalisierung der Görlinger Schulen, um den Digitalpakt abzurufen. Und wir sind da Stand heute schon ein sehr gutes Stück vorangekommen. Wo stehen wir heute? Wir haben inzwischen über 300 neue Endgeräte, Tablets in erster Linie, für die Schulen beschafft. Die sind im Einsatz seit Dezember und wir gehen darauf zu, dass wir im Laufe dieses Jahres die Digitalisierung aus dem Digitalpakt für Görlingen abschließen werden. Ich habe mich in Görlingen davon überzeugt, dass die FDP-Gemeinderäte hier sehr gute Arbeit leisten. Sie haben beantragt im Gemeinderat, dass die Mittel des Digitalpakts beantragt werden. Das konnte auch umgesetzt werden. Kompliment an die Stadt Görlingen, dass sie da so engagiert vorgegangen ist. Wir als FDP sind für die Digitalisierung des Bildungswesens und wir haben den Eindruck, dass im Land Baden-Württemberg hier dringend etwas verbessert werden muss. Denn die Schulverwaltung liefert hier den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort, den Schulen, nicht genügend Unterstützung. Dafür setzen wir uns ein, hier im Wahlkreis Roland-Sitzmann, dem ich von der Stelle auch alles Gute für die Wahl am 14.03. wünsche. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für Roland-Sitzmann.